Herr Günther, vielen Dank fürs Wort. Wir haben uns 94 gegründet, nach einem tragischen Unfall auf der Mine. Neun Piloten und deren Angehörige nach Flugunfällen und Vorfällen. Hier auf der ILA treten wir ein klein wenig in Erscheinung mit Fallschirmsprüngen, die gesponsert sind, in diesem Fall von BE Aerospace Life Support Systems. Und damit werden wir in diesen Tagen auftreten hier und hoffen, dass wir viele Besucher in unserer Halle 3 am Stand der Stiftung treffen werden. Well, ladies and gentlemen, we are delighted to be joined up here on the commentary point by one of the directors of Stiftung Mayday. Now, Stiftung Mayday, very important organisation for many reasons. But Hans Raymond, one of the directors, tell us, what is Stiftung Mayday? Yes, thank you, Tim. We were founded in 1994 and founded to help aviators and the next of kin, in case after an accident or after incidents. And here on ILA, we are present all the time. This time with parachutists who are sponsored by BE Aerospace Life Support Systems. I'm lucky to see your excellent parachute display. I mean, these guys are since official. Fantastic parachute display. Unfortunately, not today because of the strong winds, but people can visit your stand and learn more about Stiftung Mayday. Now, where are you in the display area? We are at number 311. And we're happy to meet everybody who's coming to talk to us. Well, ladies and gentlemen, fantastic organisation. Do go along if you get the chance and say hello. So, jetzt haben wir auch diese Information bekommen. Einmal über eine ganz wichtige Einrichtung, die in der Luftfahrt vorhanden ist. Im Programm aber über uns am Himmel der A320. Ein Single-Aisle-Flugzeug mit speziellen Flügelspitzen, wie Sie wahrscheinlich schon gesehen haben. Die treibstoffsparenden Shuttles. Es handelt sich hier um das Flugzeug mit der Herstellerserie Nummer 5098 und wird heute geflogen von Christoph Keil und Martin Scheuer. Diese Shuttles, die Flugzeugen überlegen und mit Ende 2012 dass der Treibstoffverbrauch auf längeren Sektoren nahezu 4% gesenkt wird. Und das ist eine ganze Menge. Das entspricht aber auch einer jährlichen der CO2-Emissionen um ca. 1000 Tonnen pro Flugzeug. Well, ladies and gentlemen, very important aircraft in the skies above us now on the latest developments from Airbus. Airbus, of course, proving that they are a company that stays at the cutting edge of technology in developing their products. The A320, seen here, fitted with fuel-saving Chartlet wingtips. It's being flown for us today by Christoph Keil and Martin Scheuermann, two of the Airbus test pilots. This is aircraft MSN 5098, one of several of the A320 family of aircraft which are testing the new Chartlet. They're going to be entering service with companies like AirAsia and Qatar at the end of this year. Now, these devices are important because they will reduce the fuel consumption by the aircraft by almost 4% over longer sectors, and that corresponds to an annual CO2 reduction, so an annual emission CO2 reduction of around 1,000 tonnes per aircraft. Now that's a significant contribution towards becoming more environmentally friendly in the airline market. Es wird aber nicht dabei nur geblieben, dass wir jetzt sagen, wir rüsten die A320 um, sondern wird auch noch weitergehen, als das nächstgrößeres Modell wird der A321 ausgerüstet. Schon beim 320 hat man mit zwei verschiedenen Triebwerken gearbeitet. Nicht an einem Flugzeug, sondern zwei Flugzeuge, aber unterschiedliche Triebwerke. Das gleiche wird also auch mit dem A321 durchgeführt. Um diese Erprobung nachzuvollziehen, möglicherweise auch, dass dort sich noch weitere Ersparnisse ergeben und damit also auch Einschränkungen der CO2-Emissionen. A320 family, of course, consists of four major models, the very short A318, the longer A319, the aircraft you see here, the A320, and the stretched A321. Now, a number of those, including the A321, are undergoing tests with these new wingtips. As I said, they will be entering service towards the end of this year with the A321.